Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Während ich hier eben kurz noch die Kohlen nach innen tue, um ein wenig mehr Rauch zu produzieren, erzähle ich euch schon mal, worum es hier geht. Es geht um meine Top-Tabak-Sorten dieses Jahr, 2018. Und 2018 ist ziemlich viel passiert. Wir haben extrem viele Sachen erlebt, sind sehr, sehr weit gekommen durch unsere YouTube-Geschichte. Soll jetzt noch kein großer Jahresrückblick werden hier, vielleicht machen wir noch einen, weiß ich noch nicht. Aber ich wollte schon mal mitteilen, was so meine Favorites dieses Jahr waren. Und da angefangen natürlich, wie soll es anders sein, mit dem eigenen Tabak, den ich auf den Markt gebracht habe. Bowie Bomb von Nameless, mit dem ich mir einfach einen Wunsch erfüllt habe, was nicht selbstverständlich ist, was immer noch mich flasht, jedes Mal, wenn ich die Dose sehe und Shisha Duo drauf lese und ihn aufmache, dran rieche und ihn rauche. Es ist einfach immer noch unfassbar, dieses Gefühl, einfach das kreieren zu können, was man selber im Kopf hatte. Man hatte einfach diesen Wunsch, diesen Tabak zu kreieren und hat es einfach genauso hinbekommen, wie man es sich vorgestellt hat. Und da geht einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Wadi und Nameless raus, die uns das ermöglicht haben. Ohne euch hätte ich einfach eine der geilsten Sachen in meinem Leben niemals spüren oder erfahren können. Und dafür einfach nochmal ein Riesendanke. Ja, Bowie Bomb, mein meistgerauchter Tabak dieses Jahr. Was wir damit erreicht haben, ist der absolute Wahnsinn. Auf Shisha Nil ist es der Topseller von Nameless. Bestverkauftes Tabak der Marke. Ich glaube sogar insgesamt in den Top 3 von allen Nameless-Sorten, die verkauft werden. Der war von Messe Berlin zurück zu Messe Frankfurt. In diesen 6 Monaten war da, glaube ich, 3,5 von ausverkauft. Oder nur noch sehr gering zu finden, weil man mit der Produktion nicht mehr nachkam. Und das ist schon Wahnsinn. Das ist eine Bestätigung, die seinesgleichen sucht. Und das für so einen kleinen Mann wie mich, nicht von der Körpergröße, aber so, ist einfach unfassbar. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der Bowie Bomb probiert hat. Ob gute oder schlechte Meinung darüber, das ist scheißegal. Danke, dass ihr ihn probiert habt. Das ist von jedem Einzelnen einfach genial. Dankeschön. Schreibt mal bitte eure Meinung, wenn ihr Bowie Bomb geraucht habt, unten in die Kommentare rein, wie ihr euch geschmeckt habt. Ich würde gerne nochmal einfach ein bisschen zum Jahresabschluss so ein Resümee dazu ziehen. Ja, dann geht es weiter mit Tabak, den ich nicht kreiert habe. Und das ist einmal von Odinson. Also der Blue Mountain auf Grundlage des neuen Odinson-Tabak aus dem Hause Vandenberg. Blaubeer, Anis, Menthol. Unfassbar lecker. Blue Mountain schmeckt mir sowieso immer geil. Und da mit diesem leicht zitrusmäßigen Grundtabak einfach ein geniales Teil für jeden zu empfehlen, der auf dieser Richtung steht. Bleiben wir bei etwas dunklerem Tabak, Dark Blend. Den Tabak, den ich jetzt seit 2 Monaten, glaube ich, durchrauche, ist der Adalia Black Dark Forest. Habe ich mich drin verliebt. Ist einfach ein Tabak, ein Aroma, was mich seit Jahren mal wieder geflasht hat. Absoluter Lieblingstabak. Kann ich durchgehend rauchen. Und das ist das Komische. Es ist ein komplett skurriler, absurder Geschmack. Für mich wie Sauna, wie ein schöner Saunaaufguss in der finnischen. Einfach diese Walddüfte, dieses leichte Zigarrenaroma da drin. Unfassbar geil. Und jetzt gerade, wo es auf die kalten Tage zugeht, schmeckt er mir noch ein bisschen besser. Deswegen nehme ich nochmal einen Zug hier. Gerade ist er nämlich drin. Wir bleiben bei Adalia Black und nehme ich den Horchata. Etwas cremiger, geht so in die Richtung Milchreis, Zimt. Ist, glaube ich, ein spanisches Getränk, wenn ich mich nicht irre. Dessert-Drink so gesehen. Sehr, sehr leckeres Teil, experimentell und harmoniert mit diesem Grundtabak. Extrem geil. Und da ich eh zurzeit auf dem Hooker John mit Darkblend hängen geblieben bin, immer ein geiles Teil zu rauchen. Somo. Viele schöne Dinge gehabt. Von den neuen interessiert mich jetzt gerade sehr der Splash Fruits. Den hatte ich auch im Tasting geraucht. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal eine Dose von anlachen. Welcher mich aber überzeugt hat dieses Jahr, war auf jeden Fall der Banana Sim. Sehr, sehr geil. Dieses sehr prickelige Zimtaroma da drin, extrem heftig. Die Banane, unfassbar natürlich und war nichts für jeden Tag, aber echt ein Teil, den sollte man immer mal zu Hause haben. So, wir kommen zu Nameless. Nameless ist dieses Jahr ja wieder neu auf den Markt gekommen mit der Produktion in Deutschland. Hatten ja vorher in Jordanien produziert, sind jetzt nach Deutschland umgezogen in eine deutsche Firma, lassen es mit deutschem Tabak produzieren und
haben komplett das Dosendesign umgestellt und einmal komplett das Portfolio umgekrempelt, was sehr, sehr gut angekommen ist. Die Leute nehmen es extrem gut auf. Freut mich auch für die Jungs, die haben es auf jeden Fall verdient. Alles aus eigener Kraft geschafft, echt Wahnsinn. Und haben echt extrem leckere Flavor dabei. Sei es ein Monkey Brain, sei es ein Sunny Shy. Aber für mich, den ich am meisten geraucht habe nach dem Boogie Bomb, ist auf jeden Fall der Black Nana. Traube Minze, at its finest. Unfassbar leckere Traube Minze. Richtig schön vollmundig, schön diese dunkle, herbe Traube nach vorne gebracht. Mit einer nicht so hohen Mentholnote abgerundet. Alles geht nicht besser. Für mich einer der besten Flavor dieses Jahr. Das sowieso, aber für mich eigentlich zurzeit die beste Traube Minze auf dem Markt. Wir gehen weiter zu einem Newcomer. Hukain. Einfach mal auf dem Kanal ein paar Videos zurückspringen. Da haben wir den White Cake getestet. Das ist auch einer, den ich sehr, sehr gerne rauche. Da ich vorher schon von Rauchgold den Le Mans Toffee Cookie sehr gerne geraucht habe. Dieses leicht cremige, dieses Karamellmäßige ist da drin einfach echt extrem lecker. Und ein schöner Flavor für zwischendurch. Ein Flavor, den ich auch sehr, sehr gerne geraucht habe. Dazu gibt es auch noch eine lustige Anekdote. Das ist lustig, eher traurig, aber der Aeon El Mo ist das Ganze. Ist Traube, Minze, Lavendel. Komische Mischung, habe ich erstmal auf der Shisha-Messe in Frankfurt geraucht gehabt. Da gehen auf jeden Fall die Grüße ans Somo-Team raus. Sehr, sehr leckerer Flavor, diese Lavendelnote, was ganz Neues für mich gewesen, habe ich vorher noch nicht geraucht und kam unfassbar gut mit der Traube gepaart. Habe immer eine Dose hier, eine Zeit lang nicht, dazu diese Anekdote. Meine Freundin konnte die ganze Wohnung, das ganze Haus nicht mehr betreten, nachdem ich den geraucht habe, weil sie von dem Lavendel Kopfschmerzen und Brechreiz bekommen hat. Kein anderer, mit dem ich ihn geraucht habe, war das so, aber sie hat mir zwischenzeitlich gesagt, ey, die Dose kommt uns nicht mehr ins Haus, dann muss ich ein bisschen Pause machen. Jetzt, wenn ich gut durchlüfte, kann ich ihn weiterhin rauchen. Und das mache ich auch ziemlich gerne. Ja, weiter geht's mit Hookah. Da habe ich mir zwei Flavor aufgeschrieben, die ich dieses Jahr sehr gefeiert habe. Das war mit der Flames. Sehr geile Zitrusmischung. Fruchtmischung. So ein Ding, ich würde es in die Richtung Love 66 einordnen. Nicht vom Geschmack, sondern einfach von dieser geilen Mischung, die als eines funktioniert. Also ihr habt einfach einen Geschmack gehabt, der war nicht auseinander zu friemeln, sondern stand für sich, diese Mischung. Und das war sehr, sehr geil, hat mir super geschmeckt. Und als zweites habe ich noch den Mill. Und der Mill ist einfach Kaffee, Karamell, sehr, sehr lieblich, sehr, sehr weich, süß. Richtig, richtig geil. Der Houdini zum Beispiel von Freestyle, den mögen auch sehr viele. Mir persönlich war der so ein Ticken zu hart, zu eckig. Und beim Mill war der einfach so super weich. Ich rauche den so oft im Vollkontakt. Ich böller dem richtig Hits und der kommt unfassbar geil. Also für jemanden, der auf Kaffee steht, safe der Wuka Mill. Wir gehen wieder in die Richtung minimal dunkel. Was heißt minimal? Wir gehen jetzt einmal nochmal in die dunkle Richtung und das ist einmal der Kismet Cigar. Habe ich mir geholt gehabt, nachdem ich hier den Dark Forest probiert hatte von Adalia, da ich dieses Zigarrenaroma echt gefeiert habe. Und das war im Kismet einfach sehr schön konserviert. Ihr habt einen richtig geilen, originellen Zigarrenduft, Zigarrengeschmack. Das Ganze harmoniert einfach als eins. Dieser Grundtabak, dieses schwere, dunkle, erdige mit dieser einfach unfassbar geilen Zigarrennote. Ein Ding, was ich nicht oft rauchen konnte, aber immer wieder geil war. Wenn du Bock drauf hast, dann war das ein richtiger Genusskopf. Also auf jeden Fall noch der Kismet Zigar dabei. Wir gehen in die Richtung Aquamenta. Und das ist auch schon der vorletzte, den wir jetzt hier heute einmal nennen. Aquamenta Gum. Einer von den relativ neuen Sorten, bevor jetzt die Wintersorten kamen. Gum habe ich sehr, sehr oft sehr gerne geraucht. Sei es der Bubblegum von Nameless, den ich früher unfassbar gefeiert habe. Wirklich bestimmt schon 3 Kilo Wochen weggeraucht, ohne Spaß. Die liefen hier bombastisch, aber leider dieses Jahr nicht mehr zu haben gewesen. Das ist ja die alte Produktion aus Jordanien war. Und auch sehr gerne den Alvaha Gum, Eisgum geraucht gehabt. Und da hat der Aquamenta für mich angeknüpft. Neuzeitmäßig, also standesgemäß rausgebracht, hat eine sehr, sehr schöne Pfefferminznote gehabt. Die Kaugummi konntest du rausschmecken und dieses typische Aquamenta-Kühle hat einfach sehr geil damit gespielt. Für mich ein Top-Flavor. Als letztes habe ich noch den Smile Happy Colada. Pina Colada zu rauchen, richtig nices Teil. Hat, was soll man groß zu sagen, einfach so ein Sommerfeeling herbeigerufen. Kokosnuss finde ich eh an sich immer ganz geil, vor allem wenn es mit einer schönen natürlichen Ananas gepaart ist, hat mir echt geil geschmeckt. Das war auf jeden Fall
mein kleiner Jahresrückblick zu den Top-Tabaksorten. Kann gut sein, dass ich das vergessen habe, dass ich 2-3 Dosen von einem Tabak hier noch durchgeraucht habe, aber der mir schon wieder aus dem Kopf ist. Wenn es so sein sollte, dann werde ich es nochmal nachreichen, wenn mir nochmal was einfällt, und in die Videobeschreibung. Unten bitte einmal in die Kommentare, erstens zu Bubblebomb eure Meinung und einmal bitte eure Top-Tabak-Flavor, Top 3, die ihr dieses Jahr geraucht habt. Das würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein und ciao. Thank you.